Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie man Vererbung in C++ verhindern kann. In C# hatten wir dazu ja das Schlüsselwort sealed, dass wir eben als Modifizierer vor den Klassennamen setzen konnten, beziehungsweise als Modifizierer vor Methoden, vor virtuellen oder abstrakten Methoden, wenn diese in weiteren Subklassen eben nicht überschrieben werden sollen dürfen. Und ähnlich geht es auch in C++. Ich habe hier eben schon mal eine Basisklasse vorbereitet, die irgendwie eine Methode hat, die hier jetzt virtuell ist. Also man kann sie in Subklassen überschreiben. Und wir bekommen hier jetzt eben eine versiegelte Klasse, eben aus dem Wort sealed, wie man es aus C# kennt. Und was wir hier jetzt eben in C++ einsetzen, ist das Schlüsselwort final. Damit kennzeichnen wir eben, dass diese Klasse nicht als Basisklasse für andere Klassen benutzt werden darf. Und das können wir uns auch nochmal kurz anschauen, wenn wir jetzt eben hier versuchen, eine weitere Subklasse zu erstellen und diese dann eben von der versiegelten Klasse ableiten zu lassen, dann kriegen wir hier jetzt eben einen Compilerfehler, wie wir das hier erkennen können. Also das ist die Möglichkeit zu verhindern, dass man eine Klasse als Basisklasse einsetzen kann. Und hier habe ich mal wieder die Public Section vergessen. Wenn wir uns hier jetzt eben noch diese virtuelle Methode anschauen, dann kann ich hier eben diese in der Subklasse wie folgt überschreiben. Ich setze jetzt hier eben Override ein, das ist uns ja schon bekannt. Wir können hier aber dann auch eben Final davor setzen, damit man in Subklassen wiederum nicht diese Methode überschreiben kann. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal kurz dieses Final weg und mache tatsächlich nochmal unsere weitere Subklasse, die jetzt eben public von der versiegelten Klasse ableitet. Das habe ich ja eben vollkommen falsch geschrieben, wieder mal bloß auf Englisch. So, und hier ist es mir jetzt eben nicht möglich, dass ich diese toEtwas-Methode überschreibe. Warum? Weil eben in der Basisklasse gesagt wurde, dass diese hier final ist. Deswegen ist genau das, was ich hier versuche, nicht erlaubt. Ja, und damit sind wir am Ende für dieses Video. Wir haben uns eben die Vererbung in den letzten Videos in C++ etwas genauer angeschaut, haben unterschieden, wo es eben Differenzen zwischen C# und C++ gibt und auf welche Besonderheiten wir in C++ achten müssen. Ansonsten können Sie die Vererbung eben genauso in C++ wie in C# einsetzen. Und ich würde Ihnen raten, setzen Sie Vererbung nicht ein oder grundsätzlich nicht ein, um Members von einer Basisklasse in verschiedene Subklassen zu pushen, sondern nutzen Sie sie hauptsächlich, um Ihren Code flexibel zu machen. Das heißt, Sie bauen abstrakte Basisklassen und diese geben eben die API für Objekte vor und dadurch können Sie eben Polymorphie letztendlich einsetzen. Und ich sage nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo wir mit Templates weitermachen. Bis dann!